Auf der Suche nach den innovativsten Ausstellern dieser K bin ich heute verabredet mit der Firma Telsonic, genauer gesagt mit Markus Schäuber. Hallo Herr Schäuber. Hallo Herr Mauscher. Auf dieser K ist das Hauptthema, kann man sagen, der Klimaschutz, die Kreislaufwirtschaft. Wie hat sich Telsonic darauf eingestellt und was zeigen diese Exponate hier? Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier verschiedene Herausforderungen. Im Packaging und generell Kunststoffbereich geht es mehr darum, neue Biokunststoffe einzusetzen. Es geht darum, die Produkte nach dem Gebrauch wieder rezyklieren zu können. Und es geht auch darum, für natürliche Material zu vermeiden. Hat Ihre Methode, das Ultraschallschweißen, den großen Vorteil, dass man zwei Einzelkomponenten miteinander verbinden kann, ohne dass man Klebstoff zum Beispiel dazwischen hat? Das bedeutet weniger komplizierte Recyclingprozesse für die Verarbeiter. Fragt die Branche mittlerweile ausreichend danach oder muss man den Markt noch bekehren? Da braucht schon noch ein bisschen Arbeit, um den Markt zu bekehren. Es ist sicherlich so, dass vermehrt Leute wirklich der Problematik sich auch bewusst sind. Aber es geht ja jetzt nicht nur eigentlich um dieses Vermeiden von zusätzlichen Kunststoff, von zusätzlichen Materialien. Es geht auch darum, natürlich, dass die neuen Materialien schwieriger sind zu verbinden. Ah, das heißt, diejenigen Anbieter, die bereits Recyclingmaterial verwenden, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, haben auch neue Anforderungen an die Verbindungstechnik, oder? Ganz genau. Weil einfach diese Materialien, sei das jetzt eben Material mit Recyclinganteil im Automotive, oder sei das jetzt Biokunststoffe im Packaging, die brauchen ein bisschen andere Verbindungstechnik. Man braucht ein größeres Prozessfenster, man muss ein bisschen mehr Energie gezielt einbringen können. Und da bietet es natürlich sehr viele Vorteile, wenn man Ultraschall einsetzt. Okay, und wie das in der Automobilindustrie aussieht, das würde ich mir ganz gerne mit Ihnen genauer anschauen, denn Sie haben einen wunderbaren Demonstrator mitgebracht. Gehen wir da mal hin. Sehr gerne, ja. Ja, und hier haben wir eindeutig ein Automobilteil. Das ist ein Stoßfänger aus dem Volkswagen-Konzern, den Sie beliefern mit dieser Ultraschallschweißtechnologie. Erklären Sie mir, welche Methoden es gibt und welche Vorteile diese Methoden bieten. Sehr gerne, ja. Also hier zeigen wir eigentlich verschiedene Verschweißungen, die wir mit Ultraschall machen im Stoßfängerbereich. Ein Thema ist natürlich, dass die Stoßfänge immer leichter werden sollten. Das heißt, die Materialien werden dünner, was für das Schweißen immer schwieriger wird. Weil schlussendlich hat man ja hier eine Sichtoberfläche und darf auf der Sichtoberfläche keine Spuren hinterlassen nach dem Schweißen. Und dafür haben wir jetzt eben eigentlich insbesondere unsere Sonic Twist Technologie, also das torsionale Schweißen, noch weiter optimiert, damit es auch im Automotive gut eingesetzt werden kann. Damit ich es richtig verstehe, diese Teile werden also nicht vor dem Lackieren verschweißt, sondern nach dem Lackieren und es wird dennoch diese lackierte, feine Oberfläche nicht beschädigt. Ganz genau, ja. Weil das hatte man in der Vergangenheit, wenn man ein lackiertes Teil dahinter dann verschweißt, dann sah man diese Zeichen auf der Vorderseite und das mag kein Kunde haben. Verstehe. Dieser Prozess ist in Zukunft wahrscheinlich noch mal schwieriger, wenn in diesem Bereich jetzt rezyklierte Materialien eingesetzt werden, die andere Eigenschaften haben, richtig? Genau, man muss sich natürlich das vorstellen, ein Teil des Kunststoffes ist ja rezyklisiert. Das heißt, er wurde natürlich durch einen Rezyklisierprozess vielleicht schon ein bisschen abgebaut. Das heißt, die Schmelztemperatur ist nicht mehr ganz identisch mit dem Grundrohstoff. Und das braucht natürlich dann irgendwo genügend Energie, damit man sicherstellen kann, dass das ganze Material aufgeschmolzen wird. Jetzt haben wir im modernen Automobil heute und auch in Zukunft immer mehr Sensoren. Radar, LiDAR, das wird alles gebraucht, auch für das autonome Fahren zum Beispiel, die ganzen Abstandssensoren. Das heißt, das Geschäft müsste eigentlich brummen bei Telsonic, oder? Weil Sie immer mehr solcher Anwendungen ja auch realisieren müssen. Grundsätzlich haben wir sicherlich sehr viele Anfragen. Eben, es ist natürlich immer noch eine neue Technologie und das braucht natürlich einfach auch eine Anlaufphase für viele Konzerne oder auch die Tier 1s, die sich mit dieser Technologie jetzt zuerst befassen müssen. Aber wir sehen auf jeden Fall sehr gute Vorchancen mit dieser Technologie. Ich mag diese schweizerische Zurückhaltung, das ist wunderbar. Wir haben hinter Ihnen ein weiteres Bauteil, das heißt, diese Technologie funktioniert nicht nur im Stoßfänger, sondern auch im Seitenschweller zum Beispiel. Auch das ist ein Teil, das in Serie produziert wird, oder? Ganz genau.
Das ist jetzt ein Teil, das mit einer Roboteranwendung geschweißt wird. Hier ist es so, dass jeder einzelne Vorschub dann, also jede einzelne Schweißstation dann individuell angesteuert wird. Hier ist es anders, da wird die Ultraschalleinheit auf einem Roboter installiert. Und da geht es natürlich darum, auch möglichst schnell zu sein, weil da muss man ja eine Schweißung nach der anderen machen. Und das ist ein weiterer Vorteil des Sonic-Twist-Verfahren, dass ja nicht nur die Oberfläche schonend behandelt wird, sondern auch die Zykluszeit wird reduziert. Verstehe. Weil wir einfach einen sehr exakten Energieeintrag haben, kann man wirklich diese Schweißzeit noch weiter reduzieren. Und ich habe gesehen, Sie haben einen weiteren Demonstrator, der zeigt, in welchen Bereichen im Automotive-Bereich Telsonic eingesetzt werden kann. Würde ich mir ganz gerne anschauen. Sehr gerne. Eine wunderbare Animation, in der man erkennt, dass die Telsonic-Ultraschall-Schweißanwendungen im ganzen Fahrzeug eingesetzt werden können. Welche Bereiche sind das prinzipiell? Das Schwergewicht bei uns liegt schon immer noch auf dem Exterior, aber wir haben doch immer mehr Anwendungen im Interior-Bereich. Und damit es da ein bisschen klarer ist, was überhaupt alles gemacht werden kann mit Ultraschall, haben wir diese Animation mal gemacht, damit auch die Kunden selber sich mal ein bisschen durchspielen können. Welche Technologien werden durch das Ultraschallschweißen ersetzt? Es waren wahrscheinlich in der Vergangenheit andere Verbindungstechnologien im Einsatz, die jetzt Stück für Stück durch Ihre Verfahren ersetzt werden. Richtig, ich meine, das ist halt je nach Anwendung kann es thermisches Verschweißen gewesen sein, es kann Kleben gewesen sein. Da gibt es ganz verschiedene Varianten natürlich. Aber auf jeden Fall eben muss man sagen, es ist Ultraschall beweist eigentlich, dass es eigentlich eine sehr vielseitige Technologie ist. Neben dem Ultraschallschweißen haben Sie noch eine weitere Technologie auf den Messestand hier zur K gebracht, nämlich das Vibrationsschweißen, das wir hinter uns sehen. Was genau hat es damit auf sich und welche Bauteile können Sie damit verarbeiten? Dazu muss man sagen, eben, dass Ultraschallschweißen eine sehr gute Technologie ist für kleinere Bauteile, für kleinere Schweißungen. Wenn die Schweißung größer sein muss, dann ist das nicht mehr die richtige Technologie. Und da kommt dann eigentlich das Vibrationsschweißen zum Einsatz. Da gehen wir jetzt mal hin. Oh ja, das sind wirklich große Teile, die Sie hier verarbeiten. Ist wahrscheinlich nur mit dieser Vibrationsschweißtechnologie machbar, oder? Ist sicher eine ideale Schweißtechnologie für diese großflächigen Bauteile. Hier am Beispiel der 2022er Dodge Durango Instrumententafel haben wir das sehr gut gezeigt, wie das wirklich umgesetzt werden kann. Da muss man auch sagen, dass wir jetzt so bereits 20 Jahre mit der Firma Deong zusammenarbeiten in den USA und das haben wir jetzt neu auch auf Europa ausgeweitet. Das heißt also, es handelt sich nicht um einen Prototypen, den Sie hier präsentieren, sondern das ist eine gut erprobte Serientechnologie. Genau, das ist eines der bereits vielen erfolgreichen Referenzprojekte, die wir in den USA haben. Ja. Jetzt haben wir über Vibrationsschweißen gesprochen, wir haben über Ultraschallschweißen gesprochen. Was mich immer schon mal interessiert hat, ist, wie sieht es in so einem Gerät aus? Wie funktioniert diese Technologie in der Praxis wirklich? Und das haben Sie hier mitgebracht auf diesen Messestand in einem Glasdemonstrator. Erklären Sie mir kurz, was sieht man hier genau und wie funktioniert so ein Gerät? Genau. Hier haben wir einfach mal versucht, das wirklich visuell so darzustellen, dass man diese Geschwindigkeit, die diese Sonic-Twist-Technologie hat, auch wirklich mal erleben kann. Hier haben wir eigentlich einen Einbau, so wie es dann wirklich in der Anlage auch eingesetzt wurde, mit dem Vorschub, mit dem Ultraschall-Schweißdeck und haben hier die Möglichkeit, dann wirklich diese sehr kurzen Schweißzeiten zu zeigen. Ein weiteres Thema, das hier auf der K in diesem Jahr extrem wichtig ist, ist die Digitalisierung. Was können Ihre Geräte, was kann die Telsonic-Technologie in Bezug auf Internet of Things anbieten? Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Daher haben wir im Prinzip eine neue Steuerung entwickelt. Das ist die Well-Control-Steuerung, die wir hier auch bereits zeigen. Die Well-Control-Steuerung bringt dann nicht drei Elemente, die sie mitbringt. Wir haben eine erweiterte Schweißprozesskontrolle, wobei wirklich alle Schweißparameter jeder einzelnen Schweißung aufgezeichnet werden. Wir haben hier die Möglichkeit, wirklich einfach auch Limiten zu setzen. Und beim Aufstarten wird das System automatisch auch überprüft, ob alles in Ordnung ist. Ich habe also heute bei meinem kleinen Rundgang mit Ihnen über den Messestand eine ganze Menge gelernt. Was sind die Hauptthemen der Messebesucher? Was werden Sie am häufigsten gefragt? Also der Star auf unserem Stand ist definitiv die Sonic-Twist-Technologie.
mittlerweile hat sich das wirklich herumgesprochen, dass es da eine tosinale Technologie gibt und die Leute kommen wirklich aktiv und wollen das mal sehen. Also die Automotive-Anwendung, die Sie hier bei sich präsentieren. Ganz genau, ja. Wunderbar. Markus Schäuber, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen danke fürs Zuschauen.